Herzlich willkommen zu Hautnah, Gott mitten im Leben. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Gast heute, Dr. Martina Kessler, mehrfache Mutter, mehrfache Oma, beruflich eingespannt, viel unterwegs, ist hier mit mir im Gespräch und wird mit mir nicht nur über ihren Glauben sprechen, sondern auch über das Thema Jetzt bin ich dran, Egoismus oder Verantwortung. Liebe Martina, schön, dass du gekommen bist. Sag mal, mehrfache Mutter, mehrfache Oma, erzähl mir. Du hast wie viele Kinder? Du hast viele Enkel? Ja, 4 Kinder und das 6. Enkelkind ist unterwegs. Also eine wachsende Familie. Wir machen immer ein Familienfoto irgendwann und nach einem halben oder dreiviertel Jahr ist es dann schon überholt. Es kam im letzten Jahr auch noch eine Schwiegertochter dazu. Also von daher, es wächst. Deine Enkel sind in welchem Alter? Der Älteste ist 7 und eben das letzte, jüngste jetzt ist auf dem Weg. Ganz klein. Und darf ich mir dann vorstellen, dass ihr am Wochenende miteinander über Spielplätze tobt und schaukelt und rutscht und du den Enkeln beibringst, Fahrrad zu fahren? Im Urlaub ja, ansonsten sind das auch Sachen, die gut die Eltern machen können. Ich genieße die Zeit mit den Enkeln, aber mehr so auch bei uns zu Hause, einfach zusammen sein und zusammen Alltag erleben. Liest du deinen Enkeln vor, zum Beispiel biblische Geschichten oder irgendwelche anderen Bücher? Ja, auf jeden Fall. Hast du da mehr Spaß dran als die Enkel oder? Nein, die lieben es, wenn man ihnen vorliest. Ja, wer hat dich denn als Kind biblisch unterwiesen oder unterrichtet? Bist du in einem christlichen Elternhaus groß geworden? Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und die Unterweisung lief auch so nebenher. Ich kann mich fast gar nicht erinnern, dass man mir Bilderbücher oder sowas vorgelesen hätte. Bei uns gab es dieses klassische mittags beim Essen lesen wir das Plättchen. Ja. Also so diese Abreißkalenderblättchen. Hat dir das gefallen als Kind? Nicht so sehr, weil das ging vieles über meinen Kopf hinweg. Ich bin aber auch ein Nachzügler. Von daher, meine älteste Schwester ist 16 Jahre älter und dann kommen noch 2. Und bei uns wurde unheimlich viel diskutiert am Abendbrottisch. Mein Vater war viele Jahre in der Gemeindeleitung und es ging ums Leben und es ging um geistliche Dinge. Von daher habe ich sehr viel so nebenbei aufgeschnappt und dann natürlich Kindergottesdienst. Klingt nach einer sehr schönen, illustren Zeit in deiner Kindheit. War das immer alles eitel Sonnenschein oder war das da auch mal richtig hart und anstrengend? Also es war insofern hart und anstrengend, als dass meine Eltern immer viel gearbeitet haben. Mein Vater ist Arbeiter gewesen und wir hatten eine Nebenerwerbslandwirtschaft. Das ist einfach Arbeit, wo wir als Kinder auch eingebunden waren. Von daher waren wir auch mit unseren Eltern dann zusammen beim Kartoffelausmachen oder Heuwenden oder was auch immer. Aber gerade in der Winterzeit, wenn es dann früh dunkel wurde, dann haben wir, wie gesagt, unheimlich viel diskutiert. Ich diskutiere leidenschaftlich gerne und ich glaube, das hängt damit zusammen. Obwohl ich damals eigentlich nur Zuhörerin war. Ich habe nicht diskutiert. Heute beteiligst du dich an der Diskussion. Und total gerne. Sehr schön. Wie bist du denn als Kind zum Glauben gekommen? Ich glaube, dass du mir das gesagt hast im Vorgespräch, dass du als Kind dich bewusst entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Was hat dich da veranlasst? Warum hast du das gemacht? Also es gab 2 markante Sachen. Das eine ist, dass mein Opa gestorben war und ich gedacht habe, wo gehe ich eigentlich hin, wenn ich sterbe? Und das war so, Kinder bekehren sich ja häufig, also gerade wenn man aus dem christlichen Elternhaus kommt, bekehrt man sich ja öfter. Ja. Das war ein markantes Erlebnis. Und ein anderes Erlebnis war bei einer sogenannten Kinderevangelisation, das hieß damals so, heute sind die Namen etwas attraktiver. Da gab es so eine Demonstration, was passiert, wenn Menschen in den Himmel gehen. Was mit denen passiert, die zurückbleiben. Okay. Und das muss ich sagen, das war didaktisch grottenschlecht. Also damals fanden die Leute das toll, aber ich würde sagen, also so kann man wirklich Angst machen. Mhm. Und ich weiß, dass ich als Kind oft, wenn ich alleine war, Angst hatte. Vielleicht war jetzt eine Entrückung, ich habe es nicht gemerkt und ich bin alleine übrig geblieben. Einmal entscheiden reicht übrigens völlig aus, aber das, glaube ich, ist klar. Ja, natürlich ist das klar, aber trotzdem, das habe ich dann später gelernt. Erst habe ich immer gedacht, irgendwas ist falsch und jetzt muss ich nochmal richtig machen und jetzt muss ich nochmal richtig machen. Heute weiß ich, dass es immer wieder Erkenntnisschritte waren, die mich veranlasst haben, das Vorherige nicht über Bord zu werfen, aber noch mal zu sagen, doch, ich meine es wirklich. Du hast da eine ganz illustre berufliche Entwicklung gemacht. Was waren das alles für Stationen?
Ich bin Krankenschwester geworden. Das war so mein erster Wunsch. War das aus Überzeugung, weil du Lust hattest? Oder hat jemand gesagt, ach komm, Martina, werd doch Krankenschwester? Meine Mutter wollte gerne, dass ich ins Büro gehe. Okay. Und zu Hause wohnen bleibe und wir dann ein nettes Leben zusammen haben werden. Irgendwann heirate und im Elternhaus bleibe. Als Krankenschwester war klar, muss ich weg. Ich habe später verstanden, dass ich auch deshalb Krankenschwester werden wollte, weil ich dann weg konnte. Okay. In der Zeit, wo es um diese Fragen ging, so mit 16, war das für mich eine Berufung. Mhm. Später habe ich verstanden, dass da noch andere Sachen eine Rolle spielen. Ja, das kann ja schon Teil der Berufung gewesen sein. Ja. Was kam dann? Du hast nicht nur Krankenschwester gelernt. Genau, ich bin eben Krankenschwester geworden, habe in dem Zusammenhang auch meinen Mann kennengelernt. Eine ganz kitschige Story eigentlich. Erzähl. Ja, er war Patient. Ah. Und er hat sich auf dem OP-Tisch bekehrt. Und dann so ein frommes Mädchen aus dem Hinterland. Hast du ihm die Hand gehalten beim Gebet? Nee, das nicht. Wir kannten uns vorher das nicht. Das wäre aber noch schön gewesen. Ja, genau. Aber es passte dann alles sehr zusammen. Ich habe ihn einen Tag später wirklich kennengelernt. Wir gingen in die gleiche Jugend, kannten uns aber nicht. Und ich habe ihn dann gehalten. Wie lange seid ihr verheiratet? Schon seit 83. Ja. Sind wir verheiratet. Ja, wir gehören zu den sogenannten Jungehen. Sehr mit der schlechten Prognose. Ja, aber eure ist ja stabil, ja, wir so, sind aussieht, weiter gerne verheiratet. Also Krankenschwester, was Krankenschwester kam dann? Und dann war mein Mann noch im Studium. Und nachdem er fertig war, sind wir nach München gezogen oder in die Nähe von München, weil er dort gearbeitet hat. Und wir haben immer mal über einen geistlichen Dienst nachgedacht, haben das aber verworfen, aktuell dann jeweils. Und so mit Mitte 30 kam dann diese Überlegung nochmal auf den Tisch. Und dann haben wir mit vielen Leuten gesprochen, was denkst du, was denkst du? Und haben das dann begonnen umzusetzen. Mein Mann hat eine theologische Ausbildung gemacht. Dann kam die Berufung an die Akademie für christliche Führungskräfte. Und wir haben zuerst gesagt, ich mache was, was dazu passt, aber nicht das Gleiche. Dann habe ich eben diese psychologische Ausbildung gemacht bei der Stiftung Therapeutische Seelsorge, auch meinen Abschluss gemacht. Und dann merkte ich, dass Leute zu mir kommen, die geistliche Probleme haben, nicht so sehr psychologische, psychiatrische Probleme, sondern geistliche Probleme. Und dann habe ich gedacht, ich kann nicht auf ein unreflektiertes Gottesbild, mein unreflektiertes Gottesbild setzen. Also muss ich in Theologie noch was lernen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich da noch eine Ausbildung gemacht habe. Spannende berufliche Entwicklung. Mhm, finde ich auch. Das klingt alles sehr harmonisch, rund, glücklich, zufrieden, aber dann gab es in deinem Leben doch einen derben Einschnitt. Das war genau in der Phase, wo mein Mann die theologische Ausbildung gemacht hat und ich hatte gerade das vierte Kind bekommen. Und dann waren Sachen in der Gemeinde, die ganz, ganz schwierig waren für uns auch. Heute würde man sicherlich von Mobbing reden, das Wort war damals noch nicht so bekannt. Und auch religiösem Machtmissbrauch. Und wir spürten, da geht was ab, was nicht passt, aber wir konnten es nicht benennen. Und bei mir hat das zu einer Glaubenskrise auch geführt, zu einer Lebens- und Glaubenskrise. Wie hat sich das manifestiert? Was ist los gewesen in dir? Also den Auslöser konntest du benennen, was ist in dir vorgegangen? Ich habe immer gesagt, Gott, Mensch, ändere was, mach was, hilf mir daraus, ändere die Situation. Und da passierte nichts. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass Gott nicht das tut, was ich selbst tun muss. Mhm. Was hättest du tun müssen? Oder? Ich hätte Stopp sagen müssen. Ich hätte sagen müssen, Stopp, so gehst du nicht mit mir um. Okay, und du hättest eigentlich gerne gehabt, dass Gott das für dich erledigt und hast dann innerhalb dieser Krise entdeckt oder war das erst später eine Einsicht, dass du eigentlich dran gewesen wärst? Ach, das ging alles so, war so ineinander verzahnt. Ich habe dann auch eine psychologische Beratung in Anspruch genommen. Ich weiß noch, dass ich zu dieser Dame hingegangen bin und gesagt habe, das und das ist mir passiert, das soll nie wieder passieren in meinem Leben, wo sind meine Anteile? Heute weiß ich, dass das Beste, was einem passieren kann, wenn man Seelsorge macht, dass jemand so offen schon kommt. Und dann haben wir geguckt. Und ich habe bis dahin immer gedacht, ich bin falsch. Ich muss falsch sein. Wenn man das, also wenn ich kriege da auch immer gespiegelt, ich bin falsch.
Und ich habe dann festgestellt, nee, ich bin gar nicht falsch, aber ich bin beziehungsorientiert. Und über diese Beziehungsorientiertheit kann man sowas mit mir machen. Mhm. Und da muss ich lernen, Stoppschilder zu stellen, zum Beispiel. Das heißt, da sind wir mittendrin in unserem Thema, jetzt bin ich dran, Egoismus oder Verantwortung. Mhm. Schönes Beispiel. Da warst du tatsächlich dran, auch wie du es einen erkannt hast, zu sagen, ich muss den Stopppunkt setzen, also ich muss meine eigene Verantwortung wahrnehmen. Und es ist ja aber doch auch eine Form von, ich will mal sagen, positiven Egoismus zu sagen, das darfst du nicht mit mir machen. Genau. Also wenn ich nicht auf mich aufpasse, wer denn dann? Ja. Ich muss auf mich aufpassen. Niemand anderen. Und das war auch so ein bisschen sowas, wo wir in der Ehe uns gegenseitig geschwächt haben, weil ich immer erwartet habe, dass mein Mann auf mich aufpasst. Mhm. Hat er das gewusst, dass du das erwartest? Er hat es gespürt und ich habe das auch formuliert. Und dann haben wir, als wir diese Beratung gemacht haben, sind wir auch als Ehepaar da mal hingegangen und haben dann unsere Dynamik angeguckt. Und er hatte aufgrund seiner Geschichte gelernt, sich einsetzen zu lassen. Und ich hatte als jüngstes Kind gelernt, andere auch einzusetzen. Und von daher, das war eine negative Dynamik und aus der sind wir ausgestiegen. Und ich habe dann angefangen, für mich zu sprechen. Das war eine harte Nummer, das zu lernen, weil in dem Moment, wenn man für sich selbst spricht, kriegt man ja auch selbst Widerstand. Ne? Ja. Du hast das Glaubenskrise genannt, was da um diese Zeit in der Gemeinde vorgefallen ist. Die hast du ja irgendwie scheinbar überwunden. Was ist denn passiert, dass du da wieder gesund rausgekommen bist? Ich kann mich erinnern, ich habe wirklich geschrien zu Gott. Also ich sage das nicht leichtfertig. Wenn ich alleine im Haus war, du hörst mich nicht. Warum hörst du mich nicht? Und irgendwann habe ich überlegt, will ich überhaupt noch im Glauben bleiben? Will ich das weiterleben? Aus Frustration, ja. Weil du den Eindruck hattest, Gott hört mich überhaupt ignoriert nicht. Dich? Genau. Und dann gab es zwei Sachen, die den Glauben erhalten haben in mir. Das war der Anfang. Es ging dann weiter. Aber das war erstmal, waren es zwei Sachen. Das erste war, ich wusste überhaupt gar nicht, wie Leben ohne Glauben geht. Mhm. So wie ich sozialisiert war. Ja. Und ich habe gedacht, na, ich werde ja jetzt mit 35 nicht anfangen, in die Disco zu gehen und mir die Nächte um die Ohren zu schlagen oder mit Männern irgendwas zu machen oder so. Dafür war mir alles viel zu kostbar. Auch zu anstrengend. Ja, genau. Also ich wusste gar nicht, wie es geht. Und das knüpft jetzt wieder an dem Grund, weshalb ich mich bekehrt habe. Ich wusste, ich wollte in den Himmel. Und das waren die zwei Themen, die mich dann haben entscheiden lassen, doch, ich will diesen Weg weitergehen. Und dann, nachdem das entschieden war, ich kann gar nicht genau beschreiben, wie es dann anders wurde, auf jeden Fall wurde mein Vertrauen in Gott zum Beispiel viel größer und auch dieses Bewusstsein, geliebt zu sein. Kannst du dich erinnern, was so der erste Moment war, wo du in all dieser Frustration und Verzweiflung wieder gespürt hast, ah, Gott guckt doch nach mir? Nee, das kann ich nicht so festmachen, weil das so eine verzahnte Geschichte auch war mit der psychologischen Beratung, eben eine seelsorgerliche Beratung. Wir haben auch über geistliche Dinge gesprochen und so. Das ging alles so Hand in Hand. Und ich weiß nur, ich hatte dann eine Phase, wo ich mich erholt habe. Wir sind dann da weg aus der Gemeinde. Und in dieser Phase, wo ich mich erholt habe, und dann hatte ich das Gefühl, ich erlebe Gott ganz intensiv. Wie hat diese Zeit denn auf deine Familie gewirkt? Hat das Auswirkungen gehabt auf die Kinder, auf deinen Mann, dass du geistlich in einer Durststrecke warst, viele Fragen hattest? Oder ist denen das gar nicht so aufgefallen? Ich glaube, meine persönliche Glaubenskrise nicht so, aber mein Mann natürlich. Konnte der dir Hilfe sein oder war das eher schwierig? Mein Mann war manchmal hilflos, weil es auch so weit gegangen ist, dass ich manchmal gesagt habe, du Volker, es wäre viel besser, ich wäre tot, weil dann könntest du neu heiraten und das ganze Problem wäre vom Tisch, weil ich hatte das Gefühl in der Gemeindesituation, ich bin das Problem. Und das hat ihn natürlich sehr hilflos gemacht und auch beängstigt. Mhm. Ich habe nie wirklich Hand an mich gelegt, aber ich kenne solche Gedanken. Mhm. Ich wechsle mal oder schlag mal den Bogen. Du hast mir gesagt, du hast einen großen Wunsch, noch großes Ziel für dein Leben, Menschen freizusetzen. Ja. Wenn ich deine Geschichte höre, ahne ich, wie du auch zu diesem Wunsch kommst, wo da der Ursprung ist. Wovon möchtest du sie denn freisetzen? Das ist meine erste Frage.
von ihrer Einengung durch sich selbst. Jeder Mensch hat eine Art, einen Stil zu leben. Und das ist die Technik, die man sich erwirbt, wo man denkt, so komme ich durchs Leben. Und dann kommt man immer wieder in Situationen, wo man merkt, das funktioniert jetzt nicht. Und dann braucht man Weite im Leben, Weite im Denken. Und das ist ganz häufig auch mein täglich Brot, wenn ich mit Leuten rede. Sind das dann anerzogene Mechanismen oder einstudierte Abläufe aus Selbstschutz? Wie kommt der Mensch dazu, sich so zu verhalten? Ich komme aus der Individualpsychologie und da ist ein Thema natürlich die Sozialisation, ein Thema, was bringt der Mensch mit an Genen und ein weiteres Thema, dass der Mensch kreativ schon in jungen Jahren bis zum 6. Lebensjahr unterwegs ist, seinen eigenen Stil zu kreieren. Natürlich hat Äußeres darauf Einfluss, aber wie ich das entscheide, was mein Vater, meine Mutter zu mir sagen, wie ich damit umgehe, wie ich das verarbeite, das ist meine kreative Tätigkeit. Und wozu möchtest du denn dann Menschen freisetzen? Oh, dass sie so frei, wirklich frei leben können, wie ich das selber auch erlebt habe. Ich habe eine unheimliche Weite bekommen, durch die Krise letztlich, eine Weite bekommen, mit Menschen umzugehen, Unterschiedlichkeit zu akzeptieren, unterschiedliche Glaubensrichtungen zu sehen und wertzuschätzen. Und ich möchte Menschen helfen, frei werden in der Beziehung mit sich selbst, mit anderen und mit Gott. Woher weiß dann ein Mensch, ob er in einer positiven Form der Freiheit lebt und dass er nicht irgendwo in der Autonomie landet? Also Menschen, die ganz stark sich nach anderen richten, die werden in den seltensten Fällen wirklich so sein, dass sie sagen, lasst mich alle in Ruhe, ich mache jetzt nur noch meins. Mhm. Das hat auch was mit Persönlichkeitstypologien zu tun, welche Menschen da gefährdeter sind und welche nicht so gefährdet sind. Den einen muss man halt sagen, hey, guck mal, da gibt es auch noch andere. Und den anderen muss man sagen, jetzt guck mal auf dich. Du musst auf dich aufpassen. Also das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, mit welchen Menschen man zu tun hat. Wie kann man den Menschen helfen, ihren Egoismus zu überwinden? Wenn sie entdecken, ich bin eigentlich gefangen, oder vielleicht, wenn sie es auch nicht entdecken, aber man den Eindruck hat von außen, die sind in allem, was sie tun, wie sie sich darstellen, wie sie reden, eher egoistisch geprägt. Und in ihrer Entwicklung ist das nicht förderlich. Die bleiben dabei auf der Strecke. Wie kann man denen helfen, da einen Schritt weiterzukommen? Die Menschen, die das machen, so wie du das beschreibst, die haben häufig Phasen in ihrer Entwicklung überspringen müssen. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann bleiben Menschen in ihrer Phase hängen. Es gibt im Kleinkindalter und auch in der Teenagerphase so eine Ich-Phase. Und dann bleiben die da hängen. Und dann reden die immer nur von sich, weil sie das Gefühl haben, das ist jetzt nicht fertig geworden. Also das ist nicht bewusst, das ist eher unbewusst. Ne? Und dann muss man ihnen helfen, wirklich diese Hürde zu überwinden und zum Du und dann auch zum Wir zu kommen. Aber erstmal muss man sehen, das hat ganz viel mit Verletzung zu tun. Kann man dann sagen, die können eigentlich gar nicht anders als egoistisch zu sein? Sie können das lernen. Aber dazu braucht man meistens Begleitung. Und zunächst die Einsicht, dass man da hängen geblieben ist? Naja, ein guter Begleiter kann das vielleicht dann auch transparent machen und dann wirklich auch sagen, ja, das ist wichtig, dass du auf dich achtest. Und dieses Ich muss wirklich auch satt werden. Und das wird normalerweise in der Kindheit und in der Teenagerzeit gesättigt. Und wenn das nicht ist, was musst du tun, damit du das satt kriegst? Aber dann kommt ein nächster Schritt. Da hängen bleiben heißt in der Teenagerphase oder in der Kleinkindphase hängen bleiben. Und dann hat aber der Betroffene auch tatsächlich die eigene Verantwortung, das umzusetzen und in seinem Leben zu implementieren. Das kann ich nie für jemand anderen tun. Ich kann es immer nur transparent machen. Mir ist es manchmal so, als würde ich anmalen an eine große Wand, welche Möglichkeiten für Menschen bestehen. Das hat eben viel mit dem Freisetzen zu tun. Ja. Und zu sagen, guck mal, so könnte es aussehen. Diese Richtung, diese Entwicklung. Aber gehen muss es der andere. Wie erlebst du denn Gott heute, Martina? Du hast mir erzählt, haben wir jetzt auch drüber gesprochen, dass du als Kind aufgewachsen bist in einem christlichen Kontext. Ich finde das übrigens eine spannende Tatsache, dass du sagst, du bist auch deshalb am Glauben geblieben, weil du gar nicht wusstest, wie es ohne Glauben geht. Das ist eine spannende Feststellung. Dann kamst du in die Krise.
Wie erlebst du ihn heute? Was bedeutet das Leben mit Gott für dich? Unterschiedlich. Ich erlebe ihn unterschiedlich. Natürlich ist auch mein Leben heute nicht krisenfrei. Und dennoch habe ich 7 Tage die Woche an 24 Stunden das Gefühl, Gott ist da. Manchmal muss ich sagen, auch wenn ich das jetzt gerade nicht so erlebe, und trotzdem ist Gott da. Und Gott, auch wenn ich das jetzt gerade nicht erlebe, dass du aktiv irgendwie handelst und in mein Leben eingreifst oder in Situationen eingriffst, ich will trotzdem an dir bleiben. Ist dann eine gesunde Gottesbeziehung eher eine rationale Sache und gar nicht so sehr vom Gefühl abhängig? Das ist jetzt natürlich sehr die Frage, mit wem man redet. Ja. Aber ich bin eher jemand, der ein Plädoyer hält für die Ratio, ja, weil mein Gefühl mich auch betrügen kann. Also spiegelt sich ja da drin, dass ich trotzdem, ich weiß, Gott ist da, auch wenn ich mich gerade nicht danach fühle. Ja. Ist das deiner Meinung nach das stabilere Fundament? Ja. Also ja, auf jeden Fall, weil da ist Halt. Wenn ich mit Gott an meinen Emotionen festmache, dann sind die Emotionen schlecht, ich bin in Trauer oder was weiß ich. Und woran halte ich mich dann? Also Emotionen sind schön, ich merke es ja auch, ne? Ich bin ein emotionaler Typ. Aber ich kann mich an Emotionen nicht festhalten. Wie kann Gott dir denn eine Freude machen? Oh, das ist eine spannende Frage. Da muss ich noch mal weiter drüber nachdenken. Aber für mich sind kleine und große Gebetserhörungen wichtig. Wenn ich so merke, da ist jetzt Gott. Hatte jetzt so eine Situation, mein Mann hatte eine ganz, ganz schwierige Dienstreise, und wo ich sehr intensiv gebetet habe, Gott, ich habe Angst davor, wenn er nach Hause kommt, weil ich nicht weiß, wie er drauf ist. Und ich werde dann auch müde sein, weil ich auch beruflich viel zu tun hatte. Und habe das Gott zugesagt und gesagt, ich wünsche mir so, dass wir nicht gemeinsam in ein Loch fallen, weil wir gemeinsam fix und fertig sind. Mhm. Und der kam nach Hause und war richtig aufgeräumt und gut drauf, trotz all dieser Geschichten. Und das war richtig cool. Und das ist so ein Grund für mich zu danken, zu sagen, Gott, du warst da. Eigentlich in einer Kleinigkeit, aber ich habe es gespürt. Ich weiß, du bist gerne auch unterwegs, reist gerne durch die Welt, nicht nur im Kreis deiner Familie, sondern auch mit Freunden. Ist das auch so ein Moment, wo du Gott erlebst in intakten Beziehungen, zum Beispiel zu einer guten Freundin? Ich erlebe Gott sehr viel mehr an meinem Schreibtisch. Ich arbeite ja nun auch theologisch, und mich so in den Text einzuwühlen, eine Predigtvorbereitung zu machen und da Erkenntnisse zu haben, weiter zu wachsen im Glauben, da erlebe ich Gott noch mehr. Ich liebe Beziehungen und ich habe das gerne, keine Frage, aber es ist jetzt nicht so in erster Linie, dass ich sagen würde, da erlebe ich Gott. Ich erlebe Gott sehr bei meinen Enkeln, das genieße ich sehr, zu sehen, wie sie aufwachsen, und da sehe ich auch ein Stück Gottes Hand, so auch im Verlauf der Generation. Das finde ich eine coole Sache. Hast du einen Wunsch an Gott, den er dir möglichst in der nächsten Zeit erfüllen soll? Ja, ich habe eine schwierige Situation vor mir, eine konfliktreiche Situation, und ich bitte Gott ganz viel um Weisheit darin, und das wäre sowas, wo ich sagen würde, ja, wenn das wirklich weise und gut ausgehen würde, das wäre für mich ein großer Grund, dankbar zu sein. Martina, ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch. Schön, dass du zu mir gekommen bist. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, schauen Sie doch mal in unserer Mediathek vorbei. Da finden Sie alle unsere Sendungen jederzeit und können sich die anschauen. Wenn Sie es lieber klassisch haben, dann bestellen Sie sich doch eine DVD. Bestellen können Sie sich bei uns auch unser kostenloses christliches Ratgebermagazin Neues Leben. Das und auch die Sendungen sind wesentliche Bestandteile unserer Medienarbeit, die sich durch Spenden finanziert, Spenden von Zuschauern, von Lesern, von Freunden. Und vielleicht haben Sie die Möglichkeit, sich in diesen Kreis einzureihen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Ich freue mich auch, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie dran an Gott. Er weiß, wo es lang geht. Das war Hautnah, Gott mitten im Leben. Sie können mehr von uns sehen, wann immer Sie möchten, in unserer Mediathek oder per DVD, die Sie kostenlos bei uns bestellen können. Unter dieser Adresse erhalten Sie auch unser kostenloses
viermal im Jahr erscheinendes Magazin Neues Leben, damit Sie uns immer an der Seite haben oder an Ihre Freunde weitergeben können. Gerne schicken wir Ihnen auch kostenfrei ein Neues Testament, den zweiten Teil der Bibel, zu. Diese Sendung wird übrigens ausschließlich durch Spenden finanziert, Spenden von Zuschauern und Freunden. Nutzen Sie gerne die Gelegenheit und schließen Sie sich diesem Kreis an. Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass viele Menschen Gott hautnah und mitten im Leben entdecken. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.